Palmsonntag. Nur noch einige Tage bis Ostern. Ich wünsche dir, dass du in dieser Woche nur eines tust: betrachte Jesus. Heute liest man in der Kirche die Passionsgeschichte. Ich lade dich dazu ein, bis zur Osternacht jeden Tag diese Geschichte zu lesen. Es lohnt sich nicht, irgendwelche tollen Bücher zu lesen. Es ist nicht notwendig, sich mit jemandem darüber groß zu unterhalten. Nur eines ist notwendig: auf ihn zu schauen, auf den schönsten Menschen. Ich wünsche dir, dass du dich selbst in Jesus siehst, in seinem Leiden, seiner Erniedrigung und seinem Tod. Das Wichtigste aber ist, dass du in ihm eine außergewöhnliche Schönheit, die Güte, die Opferbereitschaft siehst. All das bewirkte, dass Jesus ein vollkommener Mensch wurde. Siehe ihn an, damit du das siehst, was dich zu einem vollkommenen Menschen macht. Damit du am Ostermorgen vor Gott stehen kannst und er sagen kann: Seht, das ist der Mensch.